Servus, grüßt euch und hallo, der DJ Nick heißt euch wieder ganz herzlich willkommen, Transportfieber 2 in Bayern. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt jetzt leider ein paar Tage warten müssen auf die neue Folge. Beruflich leider bin ich im Moment recht eingespannt. Deswegen ist es im Moment echt immer ein bisschen schwierig, den Daily-Rhythmus aufrecht zu erhalten. Ich versuche das natürlich immer wieder, aber bitte seht es mir nach, wenn ihr vielleicht den ein oder anderen Tag mal warten müsst auf eine Folge. Es wird auf alle Fälle geliefert. Das ist ja völlig klar und da braucht ihr euch überhaupt gar keine Sorgen machen. Es wird natürlich nachgeliefert, aber ja, gehen wir gar nicht lang rum, schmeißen wir uns einfach rein. Es ist ein Gaudi und es freut mich immer wieder, dass so viele zuschauen und zu sich so viele einschalten und die Sendungen schauen. Immer weiter so, das freut mich wahnsinnig. So, also, wir haben unsere Maschinenteile, wenn ich mich noch recht entsinne, und schalten jetzt mal auf Play, damit auch was vorwärts geht. Das Ganze muss ja wohl anscheinend noch ein bisschen warm laufen. Und dann schauen wir mal, hat der was dabei? Da hat er gar nichts dabei. Ey, was soll denn das? Sind noch keine Maschinenteile da, oder? Ja, das lässt also noch ein bisschen auf sich warten, deswegen müssen wir das Ganze jetzt mal kontrollieren. Jetzt schauen wir mal, da kommt einer. Aha, der hat doch zumindest schon mal 23 Maschinenteile dabei. Das läuft wahrscheinlich alles nur auf Minus, da können wir mal kurz reinschauen, bis der da ist. Wo haben wir denn den? Ja, und der läuft richtig ordentlich auf Minus und auch die Bretter. Ja, wir müssen also wohl oder übel das Ganze, wir haben ja jetzt Zeit, mal, ja, wie soll ich sagen, verfeinern und mal schauen, was wir machen können und mal schauen, wie wir es, ja, wie wir das Ganze auf die Spitze bringen und wie wir auch mehrere Levels dann freischalten können. Also, da haben wir zum Beispiel, wird ordentlich angeliefert, wunderbar, der LKW lädt ein, nimmt nur 7 mit, warum er nur 7 mitnimmt, obwohl da so viel Zeug steht, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich hat sich das jetzt überschnitten mit dem Losfahren. Aber, okay, ach, der verteilt ist dann auf die beiden, okay, verstehe. Da hat er also noch eins. Ja, gut, ist ja soweit in Ordnung, wenn er das verteilt. Also, nichtsdestotrotz bedeutet das, wir müssen da wirklich wahnsinnig viel mehr herbringen. Aber es geht eigentlich nicht so um die Anzahl, sondern wir schauen hier mal. Jawohl, und er registriert es, aber er gibt uns noch kein Plus dafür, okay. Und hier haben wir immer noch das mit den Stationen, diesen Malus mit 10%, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, aber ich weiß nicht warum. Er hat auch nirgends mehr Ausrufezeichen, das bedeutet eigentlich, sollte eigentlich alles mehr oder minder ganz ruhig laufen. Rosenheim, da warten recht viel Leid. In Rosenheim selber warten noch viel, viel mehr Leid. Ja, Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, ein Zug lohnt sich nicht, gell? Hätte sich vielleicht doch einmal ein Zug gelohnt. Da kann man mal schauen, wie viel warten da jetzt? 28. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel passen in den Überlandbus eigentlich eine. 14. Okay. Also da kann man noch mehr Busse einsetzen, so wie ich das sehe. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. Zeig uns das einmal ganz kurz. Oh, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Busse. Aber die haben wir ja, glaube ich, jetzt gerade erst aufgerufen, gell? Richtig, die waren ja vom Fahrzeugdepot jetzt erstmal auf dem Weg dahin. Okay, auch das. Warten wir mal noch ab, was sie da tut. Aha, da haben wir schon wieder das und deswegen kriegen wir immer den Malus, weil da immer wieder diese, ja, weil wir die Leute Richtung Nürnberg trotz unserer Superzüge mittlerweile wirklich kaum wegbringen. Und da warten schon 400 Leute, es ist ein Wahnsinn. Und die sind halt randvoll, die Züge. Also es ist schon echt nicht schlecht. Vielleicht muss mir ja fast noch einen Zug mal einrichten. Schauen wir mal, was bringt denn der jetzt? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da ein- und aussteigen. 1,7 Millionen. Naja, weil da eben nur 60 Leute ein- und aussteigen und die anderen fahren weiter. Wollte jetzt gleich nochmal schauen, war das jetzt eigentlich der
Naja, das war der schon, der hellgrüne, der jetzt hier gleich die ganzen Leute hier mitnimmt am Bahnhof. Ah, der dunkelgrüne ist okay, der so viel Leute da steht hat, ja Wahnsinn. Es ist halt die Frage, wir könnten natürlich schon, das kostet die wahnsinnig viel Geld, Ausweichgleise schaffen. Und zwar auf beiden Seiten und dann jeder Linie noch einen Zug zuweisen. 168, das Blöde, ich weiß jetzt leider im Moment nicht, wie es mit den ICEs ausschaut, die dann irgendwann kommen. Zugkompositionen elektrisch haben wir noch nicht. Ja, wir haben die Schnellzüge sind noch nicht da. Ich überlege jetzt gerade, ob man da noch irgendwas anders einfällt. Die ICE sind noch nicht da, das würde ich eigentlich sagen. Also dann wird man die natürlich locker wegbringen, ne? Wenn wir alles zweispurig machen, also insgesamt vier Spuren, wäre eine Möglichkeit. Das würde hier gehen, also einfach raus und dann die Bahnhöfe eben mit Signalen absichern. Hier wird es jetzt nicht gehen. Okay, ein Fährschiff ist jetzt für uns nicht interessant. Hier wird es jetzt leider, ja, obwohl die Frage, ob das hier jetzt auch gehen wird. Nur mal so rein Interesse halber. Verzeihung, das probiere ich jetzt mal ganz kurz. Also wir könnten das da rausbauen. Das baue ich jetzt mal ganz kurz. Ja, es wird tatsächlich gehen. Krass, dann hätte man da natürlich schon eine richtig coole Strecke hier. Das wird tatsächlich gehen. Dass wir das Ganze viergleisig ausbauen. Aber die Frage ist halt, lohnt sich das? Das sind natürlich unglaubliche Kosten. Und es muss sich natürlich die Frage stellen, lohnt sich das am Ende oder lohnt sich es nicht? Weil, man, wir kriegen es zwar nicht ganz weg, aber wir kriegen es schon recht gut weg. Aber so wie es ausschaut, könnte man da wirklich auf beide Linien eigentlich zwei Züge fahren lassen. Man nimmt also praktisch von den jetzigen Zügen halt ein oder zwei Waggons weg und dann schickt man halt sechs Waggons mit zwei Zügen. Und dann bringen die Leute aber ganz sicher weg. Und der ist jetzt nicht einmal voll, das gibt's doch nicht. Aber wenn der nicht voll ist, macht es keinen Sinn. Es ist die Frage, ob es vielleicht doch gescheiter war, dass die einfach an jedem Halt stehen bleiben. Ich glaube ja. Ich glaube, das werde ich jetzt einmal ändern. Und zwar müsste das ja recht einfach gehen. Jetzt schauen wir mal schnell. Das ändere jetzt einmal nur als Test. Das können wir ja später wieder zurückändern. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Das ist die. Die hier. München, Ingolstadt, Nürnberg. Überlege jetzt gerade. Nürnberg, Ingolstadt, München. Das ist der hell, aber die sind beide, weil die, ja. Und der zum Beispiel fährt jetzt durch und der, glaube ich, fährt jetzt auch durch, oder?
Gut, dass die gerade beide da sind. Naja, die fahren beide durch und da stehen natürlich dann die Leute und die nehmen keine Leute mit. Das ist eigentlich ist echt unlogisch, gell? Also, da machen wir das jetzt folgendermaßen. München, Ingolstadt, Nürnberg, Ingolstadt. So, da la. Halt auf. Nürnberg, Ingolstadt, München, Ingolstadt. So, da la. Und dann sollte der eigentlich immer stehen bleiben. Jetzt sollten die Züge immer stehen bleiben. Alles klar. Ich lasse mir auch deshalb zu lang Zeit wegen den Maschinenteilen. Übrigens, weil ich noch warte, bis ich das alles ein bisschen eingespielt habe. Dann kriegt man ein besseres Bild, als wenn man da gleich sofort wieder auf irgendwas reagiert. Ach du meine Güte, Landsauto warten also so viel Leute. 80 Leute, aber hier warten wahrscheinlich nicht einmal annähernd 80 Leute, ja 100 Leute. Wie alt ist denn der? Mittelmäßig. Dann würde ich jetzt sagen, wir haben wirklich jetzt mittlerweile oh, 260 Millionen. Den tauschen wir jetzt aus. Den tauschen wir jetzt aus. Der kann jetzt mitnehmen, wie viel? 80. Und dann wird der ersetzt. Dann lassen wir den einmal blau, die haben wir glaube ich noch nicht. Was habe ich gesagt? 80. 20, 40, 60, 80. Dann nehmen wir nochmal 4. Aber der ist natürlich viel schneller unterwegs. So, da la. Da haben wir ja hoffentlich schon, ja, da haben wir auch schon die Schnelllinie, alles klar. Dann bringt der da mal ein bisschen schneller und mehr die Leute jetzt weg. Sodala, weil der gerade jetzt hier ankommt, was natürlich schon jetzt ziemlich cool ausschaut, gell? Wenn die hier in München die Züge hier so reinrauschen, das gefällt mir natürlich schon super lässig. Da kann es halt jetzt sein, dass die nicht mehr Ladegeschwindigkeit, warum? Die Zuglänge, die Bahnsteiglänge überschreitet. Aha, aber wieso, wir haben doch einen riesen Bahnsteig. Ach, das kann aber nicht sein. Wir haben ja den Bahnhof verlängert. Jetzt sind wir nicht besser. Das kann eigentlich nicht sein. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, weil das nicht stimmt. Wir haben ja den extrem verlängert. Blöd. Aber gut, okay, da können wir jetzt im Moment nicht viel drum machen. Den Malus kriegen wir immer noch, aber immerhin haben wir, München wächst wie Hechtsuppe. Jetzt kriegen wir nämlich auch diese 20% für unsere Maschinenteile, saugut. Und wir kommen fast auf die 1000 Einwohner, das ist ja super. Da müssten wir ja fast, das sind hier die Wohnviertel, die dehnen sie wirklich schon ganz aus hier, aber gut, er hat noch genügend Platz, um zu bauen. Und da mache ich jetzt mal nichts, das lasse ich am Computer selber machen. Da entsteht schon das nächste. Naja gut, wir unterstützen ihn mal, den Computer. So, und bauen noch mal ein bisschen noch, helfe einmal mal, dass wir da schon gescheite Straßen haben. So.
Nein, das gehört mir nicht. Das reicht schon. Der Computer, der baut schon. Da bin ich mir ganz sicher. Der Computer baut schon, oder? Ah, ein bisschen noch. Ist schon gut. So, dass er weiß, wo er weiterbauen soll. So, lala. Okay. Mehr mache ich da jetzt gar nicht. Das macht der Computer schon. Da bin ich mir ganz sicher. Und jetzt auf einmal gingen die Leute doch weg. Sehr schön. Den Malus kriegen wir immer noch. Das ärgert mich. Die Rosenheim-Strecke mit den Bussen. Macht die eigentlich Gewinn? München-Rosenheim. Und wie? Okay. 6 Busse sind unterwegs. Und auch da steht alles voller Leute, obwohl da 6 Busse unterwegs sind. Ja, sag einmal. Fahrt denn der? Dann kriegt er noch 2. Der mir da jetzt gar nicht lang rum. Kostet ja kaum was. So, da la. Okay, jetzt haben wir aber genug Viertelstunde jetzt vertan. Naja, vertan ist nie irgendwas, aber jetzt haben wir Viertelstunde irgendwas gemacht. Jetzt schauen wir uns das einmal nochmal genauer an. Wo es da hapert, wo kriegen wir noch ein bisschen mehr Maschinenteile her? Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, so unzufrieden bin ich jetzt gar nicht. Also immerhin plus 20%, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Okay, da steht jetzt nichts. Wo ist unser Zug? Da ist er. Was bringt er? 41. Okay, also wir müssen tatsächlich das ein bisschen antreiben. Wo hängt's? Ja. Das ist ein bisschen das Problem. Und der Bretterding, der macht einfach eine Miese. Also, da weiß ich jetzt im Moment gerade nicht so, wie wir dem entgegnen können. Die Strecke ist halt so wahnsinnig kurz, aber da kann ja auch nichts dafür. Vielleicht hätten wir tatsächlich die Bretter hier mit LKWs darüber bringen müssen, sollen. Das war eigentlich fast gescheiter gewesen, gell? Werde jetzt überlegen, weil die LKWs haben natürlich, aber das Ziel ist ja eigentlich, dass die mehr produzieren. Das mit den LKWs kann man sich immer noch überlegen, aber die produzieren ja so wenig. Ja, der bringt es ja locker weg. Woran liegt es? Können wir einem Level nicht aufsteigen? Holz ist genug da. Fehlt dem Holz? Da müssen wir es jetzt einmal von vorn. Okay, wo ist der Holztransport? Fehlt dem Holz? Grund ist sei, dass der zu wenig Holz transportiert. Der Holztransporteur ist da. Machen die Holztransporteure, wo haben wir denn die Holz? Machen die Gewinn? Oh ja, die machen sehr gut Gewinn. Das hat sich also schon gelohnt. Dieser Umstieg. Der macht ja viel mehr Gewinn. So, dann gib uns mal den, zeig uns den einmal. Das ist der. Aber wie kann der, jetzt gehen wir nochmal zum, also den Bookmark jetzt einmal hier, den hängen wir da jetzt mal her, jetzt schauen wir den einmal noch an. Wo bleibt er? Das ist jetzt die neue Lok, genau. Der kann ja, ach so, das ist ja das Problem mit dieser Brücke, haben wir gesagt, gell. Die Frage, weil der kann ja auf dem Gleis, nee, der könnte eigentlich schon schneller fahren, gell. Mit begrenzter Geschwindigkeit, aber, oh, sehr interessant. Es gibt den TGW, aha,
Langsam wird es spannend. 81, 80er Jahre sind wir angekommen. Aber ich lasse mich jetzt nicht abbringen hier. Also es ist die Frage für höhere Geschwindigkeit. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, aber der kann ja eigentlich 120 fahren. Jetzt schauen wir mal, der müsste jetzt hier beschleunigen. Macht er auch. Also liegt es nicht an den Gleisen. Also es liegt nicht an den Gleisen, sondern es liegt da rein, weil wir da so viele Brücken gebaut haben. Okay. Und aha, jetzt auf einmal, wo ist denn das jetzt hergekommen? Der hat dich jetzt die ganze Zeit nur 100 angezeigt und jetzt ist er auf einmal hochgegangen. Ja, sehr gut. Jetzt passiert was. Haben wir uns jetzt so lange gedulden müssen? Oder hat es jetzt mit der schnellen Anlieferung des Holzes erst was gebracht? 13, 11 auf Lager, okay. Der konnte aber auch nicht schneller fahren, weil das auch alles Brücke ist. Ja, das ist blöd, aber das kann ich ja leider nicht ändern. Der konnte nur ab von hier bis zum Bad, das bringt nichts. Dass man da eine bessere Lok kaufen, weil der sowieso nicht schneller fahren kann. Wir könnten dem, was hat denn der? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und da ist doch bestimmt der Bahnhof voll, oder? Da wette ich doch drauf. Nein, ist er auch nicht. Aha. Aber das läuft jetzt schon so lang. Die sollten doch jetzt auch langsam einmal zur Pörte kommen, oder? Okay, aber in dem Moment muss ich jetzt sagen, das hat sich jetzt völlig neu ergeben. Der mal das einmal weg. Das steigt jetzt. Und wenn der natürlich im Level steigt, produziert der auch mehr. Also er hat jetzt auch mehr da. Mehr im Lager. Ja, das ist blöd. Echt, mit den Brücken, das ist echt blöd. Aber wir kommen halt vom Berg, kommen halt nicht anders runter. Also in dem Fall ist es jetzt noch wurscht, weil der ja sowieso so langsam produziert da hinten. Das ist halt die Frage, ob man vielleicht den anderen ausnutzt. Und da waren wir ja beim letzten Mal, glaube ich, schon mal stehen geblieben. Nein, da waren wir beim Erz, gell? Das machen wir jetzt dann auch gleich noch. Ob das einen Sinn macht, dass man hier vielleicht einen... Er hat jetzt nur ein Gleis, dass wir ein zweites Gleis hierher bauen. Wie können wir den konfigurieren? Das geht, glaube ich, nicht, gell? Und der das da laden, wenn wir, das, wenn wir da ein zweites Gleis herbauen? Das ist jetzt eine gute Frage. Oder müssen wir dann auch noch einen... Das weiß ich jetzt nicht. Könnte sein, dass wir dann auch noch eine zweite Plattform da links nebenan hinbauen müssen. Also ich baue das jetzt einmal, weil es nicht viel kostet. So, das können wir jetzt einmal da herbauen. Könnten also eine zweite Strecke bauen und da einen zweiten Zug bauen. Oder, na, was natürlich noch gescheiter war, habe ich jetzt fast umsonst gebaut, ist halt einfach ein Ausweichgleis. Von da weg und dann ein zweites Gleis runter. Und dann können die zu zweit, dann können, brauchen wir auch keine neue Linie, sondern dann können die zu zweit diese Gleise nutzen. Wäre hier in der Hälfte. Ja, genau hier, das ist natürlich blöd. Okay, das wäre die Möglichkeit. Das wäre die Möglichkeit, also von hier bis hier ein Ausweichgleis zu bauen und dann zwei Züge fahren zu lassen. Dann bringen die also viel mehr Holz hierher.
Aha, der ist jetzt im Level. Okay. Ach, das Level ist jetzt hochgegangen. Alles klar. Jetzt muss man schauen, ob. Naja, und jetzt produziert der auch schneller und hier ist weit und breit noch kein Holzzug zu sehen. Das ist blöd. Da kommt er erst und da ist es wahrscheinlich schon leer. Okay, gut. Also das halten wir uns jetzt mal fest. Er hat aber wahnsinnig viel Bretter auf Lager. Also wir müssen mehr Stahl daherbringen. Und das, glaube ich, haben wir letztes Mal schon festgestellt. Da haben wir ja, der kommt nicht ganz hoch, oder? Aufs Level. Weil wir zu wenig Eisenerz haben. Es gibt irgendwie alles. Das heißt also, wir bräuchten hier tatsächlich ein Ausweichgleis, dass wir hier zwei Züge fahren lassen können. Und das machen wir beim nächsten Mal. Aber das machen wir ganz sicher. Beziehungsweise, damit ich das nicht vergiss, bauen wir jetzt noch, ihr müsst euch, leider werden wir ein paar Minuten überziehen, baue jetzt hier und ich hoffe, dass das jetzt hier geht. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist ungefähr die Mitte. Hier, das bauen wir auch richtig lang. Schauen wir mal, geht das so, wie ich mir das vorstelle? Der will das nach unten bauen. Das ist natürlich nicht gut. So. Wir bauen das nach oben. Ah ja, er soll es auch nach oben bauen. So. So. Das baue ich. Oh, 284.000. Ist ja wurscht. Wir haben jetzt wirklich nur Geld. Ein bisschen rumprobieren muss man schon mal. So, dann. Ja, das ist natürlich jetzt blöd gebaut. Der ist jetzt zu weit weggegangen. Gut, macht nichts. Probieren wir nochmal. Wir kriegen die Rückerstattung, wenn auch nicht sehr viel, wie ich gerade gesehen habe. Aber wir kriegen es. Okay. So, und jetzt kommen wir. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Komm, lass uns hier das. Nein. Nein, passt. Fast, immer noch nicht richtig, aber fast. Jetzt, stimmt das jetzt so? Ach, wieso hast denn du das nach unten gebaut? Ach Mann, es geht tatsächlich nach unten. Das ist natürlich Mann. So, jetzt nochmal. Das muss, beziehungsweise das geht nicht nach unten, sondern wir müssen das, glaube ich, dem jetzt sagen. Ja. Na, muss den richtigen Punkt erwischen. Der ist es. Na, der ist auch nicht. Der ist es. Genau. Jetzt schauen wir mal. Das ist jetzt gleiche Höhe. Ja, ich glaube, jetzt passt's. Okay. So. Gut. Muss man jetzt vorsichtig weiterbauen. Jetzt stimmt's. Okay, super. Ja, alles klar. Dann machen wir jetzt mal Stopp. Ihr Lieben, jetzt wird es spannend. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Da bauen wir genau an der Stelle, ich lasse es jetzt genauso stehen, genau an der Stelle bauen wir das nächste Mal wieder weiter. Weil ich mag die Zeit nicht überziehen. Ihr sollt ja die nächste Folge anschauen. Danke fürs Zuschauen. Wisst schon, Abo, Like, super. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Servus, pfiat euch.